So guys, the third gameplay with my lovely friend Cosminis. And actually, Cosminis, we are on in different teams. Really? Yeah, you have to click the MV Mama button to come to my part. You so, are a beer. I hate it if the skull doesn't aim. And I had the scope, by the way. So, yeah, you're my team. Du bist in meinem Team. And guys, we do it in German because that's more natural for us. So, just try to learn some German when we start to use swear words. Oh shit, die in der Halle, in der Halle. In der Halle. Einer ist da auf dem ja, Berg. Das ist der VIP. Hat mich auch erwischt. Und dafür habe ich mit der Granate ihn ein bisschen Energy abgezogen. Ich spiele da so oft Sniper. Ich spiele da so oft Sniper, dass mir das schon ungewohnt ist, wenn man so viele Schüsse hat. Ach. Der ist nicht so schwer. Der ist nicht so erfahren, der Typ. Den kriegt man nicht leicht. Den kriegst du. Ja, schon erledigt. No way. Wer ist das? Mal. Hinten rechts. Ein Fieger-Typ. Oh Mann, jetzt haben wir einen Gegner, der nicht schlecht ist. Wir haben jetzt Clan-Gegner. Und Clan-Gegner sind immer ein bisschen ätzend. Hey, du bist VIP. Ich versuche dich mal zu beschützen. Oh. Shit. Scheiße. Hat mich mit diesem Desert Eagle. Ja, mich auch. So ein Arschloch. Oh Mann, das war jetzt nicht gut geworfen. Kann nicht wahr sein, ich krieg ihn nicht. Ich benutze es auch nicht die beste Waffe, muss man dazu sagen, aber nichtsdestotrotz sollte was drin sein. Ah, fast gekriegt. Ah, ich hasse diesen Berg. Bin ich wieder VIP? Pass auf! Sauber! Sehr schön. Wo ist der? Wo ist der? Keine Ahnung, ich sehe ihn auch nicht. Hinter dir! Hinter dir! Oh. Hab ihn. Hat er dich gekriegt? Ach, shit. Level 16, Mann. Was war das denn? Der Typ hat gerade gar nicht auf mich reagiert. Und da dachte ich mir schon, okay. Shit. Oh, nee. Also, zu unserer Verteidigung. Unsere Gegner sind drei übelste Clan-Guys. Die haben Terminals und alles Mögliche. Also, wenn wir die nicht kriegen jetzt auf Anhieb, ist kein Wunder. Die sind wirklich gut. Also, das heißt wirklich gut. Die haben den ganzen Unsinn. Die haben, weiß ich nicht, more whatsoever. Mist. Da mein Carbine. Ist die gut? Nein, scheiße, kann ich nicht. Kriege ich nicht von hier. Die sind gut. Mist. Oh. Ja, ja, jetzt ist es schwieriger. Jetzt haben wir natürlich die. Die ganzen Typen hier mit den ganzen. Shit. Siehst du, der knallt mich sofort ab, ne? Sofort. Bist du fertig? Ja, ja, ich bin jetzt auch schon ein paar Mal abgeknallt worden. Hinter uns. Nee, der hat diese Viker, diese SR3M Viker. Der ballert uns ab ohne Ende. Extrem, extrem. Jetzt bin ich VIP, oh Mann.
Bin auch fast tot. Der hat mich gerade 700 Punkte gekostet, die Sau. 700 Lebenspunkte. Die haben einfach die krassesten Waffen, ja? Du hast gar keine Chance. Oh. Granate. Ja, ich auch. Hab ihn auch. Puh, wo treibst du dich rum? Ich versuche gerade hier zu. Von der hinteren Seite aus jetzt in Richtung dieses Barack, dem Auto da angepackt. Aber nur 1% Health. Du? Ja. Hat man einen Mortar platziert? Wieder nicht gekriegt. Oh. 22 Health Points haben, dann bin ich tot. Also der letzte VIP hier. Ach Mist, hat mich erwischt. Mit der Desert Eagle schon wieder. Ey, du bist gut, Mensch. Du bist zweiter Platz. Respekt. Oh. Diese Granaten. Ja, die sind übel. Vor allen Dingen das Schlimme ist, das wackelt dann alles und checkst gar nichts mehr, wo du lang musst, ja. Du siehst es. Ja, das geht zu schnell. Ja. Ich geh mal aufs Dach. Das Dach kennst du ja, ne? Ach Mist. Macht keinen Sinn, da steht schon einer. Hat mich gleich mal weggerotzt. Ah ja, da bist du auch. Oben aufs Dach ist ganz cool manchmal, aber manchmal bist du einfach nur ein Opfer. Kommt drauf an. Das ist an diesem Fels. Genau. Kein Dorf, nicht immer. Ich sehe da nichts. Bist da mit dem Kopf. Einer kommt hier. Unten? Ja, der war in diesem Hangar, an der Seite. Hast du ihn erwischt? Nein. Das heißt, er ist nach unten, oder was? Und der ist jetzt, ach, von der anderen, oh, den habe ich jetzt. Longshot. Bist du? Wo ist er? Ah, Sniper. Warte mal, einer kommt. Scheiße. Von unten. Komm mal. Guck, ist mit der Walke. Auf der Rückseite, der kommt da bei dir. Hab ihn. Dankeschön. Sehr guter Tipp. Das war nämlich einer von diesen Säcken, der uns andauernd abgeknallt hat. Ja. Eins Problem ist, er würde es auch wahrscheinlich. The Lonely Figure. Shit. VIP ist auf dem Dach von diesem Barack. Okay. Ah, jemand hat ihn schon. Du bist unten, seh dich schon. Oh, dieser Desert Eagle, ist übel, oder? Ja, der Typ benutzt das häufiger. Ist nicht sein erstes Mal. Der ist unten, ne? Ach, shit. Darauf hat er gewartet. Also nicht aufs Dach gehen, der knallt dich sofort ab. Der wartet genau an der Stelle.
Ich gehe rein ins Haus, in diese Baracke. Oben an der Dreieckskante da. Jupp. Granate platziert. Ach shit, da guckt doch nur der Kopf raus. Also ich würde sagen, wir spielen echt gegen viele, viele üble Typen hier. Dass wir es einigermaßen schaffen, ist schon ganz gut. Zu much spread, ich habe genau auf den Kopf gezielt. Hat gar nichts gebracht. Ich bin wieder VIP. Schön. Glückwunsch. Ja. Eigentlich ist immer so ein Todesurteil, weißt du, weil du dich da nicht mal verstecken kannst. Ja, weil die rennen immer da. Ja, das ist schon ziemlich übel. Ich habe so einen Scheiße. Ja, meins wird jetzt auch sehr ungenau. Wir müssen es wieder reparieren. Also es ist schon... Granate. Die Gewehre, umso länger du diese benutzt, umso mehr du schießt, desto ungenauer werden sie natürlich. Hinter uns. Aber du bist schon ein bisschen besser auf jeden Fall als in der alten Map. Warum? Weil du die schon gespielt hast öfter, ne? Das merkt man sofort. Achtung. Ich hab nicht die gute Waffe mit mir jetzt. Bitte so eine scheiße Waffe. Mist. Ja, meine ist jetzt auch schon nicht mehr akkurat genug. Die Accuracy, die Genauigkeit ist komplett runter, also... Shit. Es ist irgendwo hinten in diesen Barrikaden. Ist ja so eine Sache. Mist, hat mich sofort erwischt. Verdammter Mist. Ja, guck mal, ich bin auch nur 19 zu 19. Ich bin nur, also auch ganz nicht gut, ja. Hab mich erwischt mit dieser verdammten Eagle wieder. Desert Eagle. Guys. Boah, Desert Eagle hat mich wieder erwischt. Aber der macht nichts anderes, der Typ, jeden Tag, als mit dieser Desert Eagle rumballern. Diese Granate rumzulaufen. Ah, das war hart. Das war hart. Nicht. Aber alle, das war irgendwie so, alle. Guck mal, okay, die anderen haben natürlich viel bessere Kill-Death-Rate, weil die einfach viel bessere Waffen haben und dieses Türme und weiß ich nicht was. Und ich finde, dafür haben wir es ganz gut geschlagen. Ja, 10 Schüsse für dich, 21 für mich. Ja. Also ich muss die Waffe ändern. Ich gehe auch mal raus. Ich muss einfach reparieren. Wenn du sie nicht reparierst, wird sie immer schlechter. Das weißt du ja, ne? Mhm. Dass du sie reparieren musst, sonst. Oh. Sonst Game Over. Ja, das ist. Nicht einfach. Nicht einfach. Ich nehme mal den Bison. Ja? Ist gut, ja. Aber hier ist es Hybrid genommen. Was habe ich denn hier? Noch leider keine Möglichkeit, deinen Besen zu kaufen. Tuk, 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 tuk. Bist du noch da? Ja, ja, klar. Ich würde aber ich just for fun mal das Maschinengewehr nehme. Maschinengewehr? Das von Weapon Set 2, das dritte.
Damit habe ich früher immer gespielt, ja. Die ist auch sehr gut. Die ist auch sehr gut. Aber die spreadet, also die hat sehr, sehr so ein Links-Rechts und so, das ist wirklich Warte mal, nicht einfach. Spread. Aber Wo siehst du? das sieht man da nicht, das Spread. sieht man da nicht. Du siehst Accuracy, die ist 73. Also 7 von 10 Schüssen gehen rauf. Und Recoil Ah. 68. Recoil ist das, wenn es verwackelt. Okay. Also du musst schon. Und wenn du mit der rechten Maustaste ballerst, ist natürlich genauer. Warte, ich starte mal noch das nächste Video, damit ich das auch noch drauf habe. Moment.